Und das ist das letzte Go-Kart mit einer Straßenzulassung. Ist das geil? Einfach mit dem Go-Kart auf der Straße fahren, ey. Was geht, die Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Heute wird es darum gehen, dass ich mir einen kleinen Kindheitstraum erfüllen werde. Ich bin als kleiner Bub schon immer super gerne Go-Kart gefahren. Ich glaube, mein Vater hat mich das erste Mal mit 6 Jahren zu einer Go-Kart-Strecke mitgenommen und ich habe es einfach geliebt. Und ich habe ein bisschen im Internet geguckt und eigentlich war der Plan, mir erst ein normales Kart zu holen für ungefähr 1000 Euro, bis ich denn auf Karts gestoßen bin, die eine Straßenzulassung haben. Und dann dachte ich mir, was, man kann mit einem Go-Kart im Straßenverkehr fahren, kam überhaupt nicht drauf klar. Und habe jetzt den ersten kontaktiert, das heißt, wir werden morgen zu dem hinfahren. Kommt mal kurz mit, ich zeige euch mal ungefähr, wie so ein Go-Kart aussehen könnte. So ungefähr sieht so ein Go-Kart aus mit Straßenzulassung. Das Ganze hat ungefähr 100 Kubik, aber vorausgesetzt, wir kaufen das, dann gehe ich eh nochmal näher auf das Go-Kart ein. Was ihr allerdings nicht vergessen dürft, wir haben ja heute Sonntag, also erstmal Happy Halloween an euch alle. Und die Halloween Edition Limited Hoodies, wie ihr hier sehen könnt, die sind heute noch bis 23.59 Uhr im Shop. Also heute ist eure allerletzte Möglichkeit, einen von den Limited Edition Hoodies abzugreifen. Ich kann euch hier nochmal die Hoodies zeigen. Wir haben hier gelb, neongelb, weiß, blau und orange. Also, erster Link in der Bio. Checkt gerne den Merch ab, nur noch heute bis 23.59 Uhr. Für uns geht es jetzt erstmal morgen zusammen mit Rico nach Lübeck. Dort werden wir eine Probefahrt machen, werden gucken, ob wir das Go-Kart kaufen und dann geht's weiter. Also, bis gleich. Ich befinde mich gerade in Lübeck oder in der Nähe von Lübeck. Ich bin hier mit Rico. Wir machen gleich mal eine Probefahrt. Es wird einfach so geil. Ich sag's euch, es wird einfach so geil. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich treffe mich jetzt erstmal mit dem Verkäufer. Mach hoffentlich alles klar. Wenn alles klappt, dann sehen wir uns in der nächsten Szene wieder und ich präsentiere euch das Teil. What the fuck? Einfach mit dem Go-Kart auf der Straße fahren, ey. Ich komme mir so dulli-mäßig vor, aber super in Schuss das Teil. Ich bin zwar erst ein paar Meter gefahren, aber bis jetzt merke ich noch nichts. Da habe ich auch oben so eine Bommel dran, dass mich schön jeder sehen kann. Ist das geil? Das ist so geil. Ey, ich sehe mich schon im Super Mario-Kostüm die ganzen Bananen nach hinten schmeißen. Jetzt fahren wir 60. Ich habe richtig Schiss, dass ich umgeweht werde. Okay, wir fahren mal hier in den Kreisverkehr rein. Das Lenkrad hält auch verdammt ruhig, guckt euch das an. Alter, macht das einen Spaß. Boah, in Berlin stelle ich mir das aber richtig gefährlich vor. Ich denke, da wird man ja bestimmt so leicht übersehen. Wir haben es jetzt den nächsten Tag. Gestern konnten wir leider gar nichts mehr drehen. Es war absoluter Stau auf der Autobahn gewesen und als wir hier ankamen, war alles dunkel. Daher ist Oggi heute hinter der Kamera, wird das Ganze filmen. Und wir haben uns wieder so ein paar kleine Challenges überlegt, aber als allererstes zeige ich euch mal das Kart. Und zwar ist das eine Kreidler F100. Die 100 steht für 100 Kubik. Sie hat ungefähr so 8 oder 9 PS und das ist das letzte Go-Kart mit einer Straßenzulassung. Ihr werdet kein moderneres Go-Kart finden, was heutzutage noch eine Straßenzulassung hat, weil man keine neuen Go-Karts mehr anmelden kann bzw. zugelassen kriegt für die Straße. Es hat einen Rollermotor drin mit 100 Kubik, 8,9 PS und natürlich, damit es für die Straße zugelassen ist, habt ihr hier Spiegel, ihr habt hier Blinker, ihr habt hier ein Tacho, ihr habt hier Fernlicht und so eine große Fahne hinten dran, weil ihr werdet ja total leicht übersehen. Also eigentlich ist das Ganze auch ziemlich kreuzgefährlich. Ich hoffe, ich überlebe das in Berlin und werde nicht irgendwie von einem 40-Tonner mitgenommen. Des Weiteren ist natürlich Pflicht, sich anzuschneiden. Das heißt, ihr habt hier einen Anschnallgurt, womit man sich immer anschneiden muss, bevor man losfährt. Wir haben hier eine Hupe, Warnblinklicht, Abblendlicht, Fernlicht. Eine Handyhalterung ist hier noch am Start
Und guck mal, wir haben ganz genau 1000 Kilometer runter. Das Teil ist wirklich im super Zustand. Wir werden es jetzt gleich mal anmachen. Es ist auch nicht mehr der Originalauspuff verbaut, sondern wir haben hier Leo Vince. Das ist ein Leo Vince Auspuff. Hat wohl 120 Euro gekostet. Ich finde aber, ist immer noch mega, mega leise der Auspuff. Hauptsache fährt. Wir haben hier außerdem noch einen Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, neutral und Vorwärtsgang. Wir werden einfach gleich mal Topspeed testen. Wir werden gleich mal einen Bremstest machen. Wir werden es gleich mal gegen das Pitbike fahren lassen. Wir werden ein bisschen gucken, wer von den beiden bessere Zeiten fährt. Und dann werden wir gucken, ob man mit dem Teil auch driften kann. Ihr könnt ja gerne mal irgendwelche Videoideen in die Kommentare schreiben, was wir mit dem Teil alles machen können auf der Straße. Ich schneide mich hier erstmal an. Man muss die Bremse drücken und dann hat man hier einen E-Starter. Mach mal einen kleinen Soundcheck von hinten. Jawohl! Jawohl! Oh, ist das geil, Alter! Das ist so geil, mit dem Teil zu fahren. Hey, ist das ein Zweitakter? Weiß ich nicht. Hört sich auf jeden Fall so an und so wie der drauf, könnte es ein Zweitakter sein. Ja, ist das gut, schlecht? Da musst du halt Öl in den Tank machen. Das stimmt, hier ist das Öl. Hier. Hier ist der Ölbehälter. Ah, siehst du, ist ein Zweitakter, also nicht vergessen, ja? Aber sind Roller nicht immer Zweitakter? Nee. Nee? Na gut, aber ich hab nicht gesagt. Ich zeig euch jetzt noch mal ein bisschen genauer das Kart. Denn wird sich als allererstes hier erstmal angeschnallt. Denn wird das Ding umgedreht einmal. Und dann haben wir hier unten einen Elektrostarter. Und schon läuft der Hobel. Falls wir jetzt noch im Straßenverkehr fahren, könnten wir das noch einen weiter umlegen. Ich zeige euch das jetzt noch mal kurz von außen. Da könnt ihr sehen, so würde das aussehen. Und wenn man denn blinken will, dann piept dieses Ding einfach wie ein Müllauto, was rückwärts fährt. Ist so ein bisschen Sicherheitsaspekt natürlich, finde ich aber absolut nicht verkehrt, weil man wird ja halt so leicht übersehen bei diesem Ding. Hupe geht auch wunderbar. Wir werden gucken, wie schnell das Ding zum Bremsen kommt, was die Maximalgeschwindigkeit ist. Wir haben natürlich jetzt hier nicht so viel Auslauffläche. Und falls ihr euch wundert, warum fährst du denn nicht auf der Straße mit dem Ding? Das hat doch eine Straßenzulassung. Ja, aber der Besitzer, der wollte gerne die Kennzeichen behalten. Daher wurde das abgemeldet und ich muss es jetzt erst wieder anmelden. Und dann können wir auch wieder auf der Straße fahren. Also, es geht ab mit der ersten Challenge. Let's go. Okay, erste Challenge wird 0 auf 50. Wie viele Sekunden braucht das Go-Kart? Fertig! Los! Let's go! Zieh ab! Stopp! Oh, Digga, einfach 10 Sekunden! Oder einfach 10 Sekunden gebraucht. 10 Sekunden von 0 auf 50? Ja. Ist schnell, nee, wa? Nee. Zweite Challenge, kann man mit dem Teil gut driften? Ich glaube eher weniger. Und, was sagst du? War das jetzt Driften? Ich weiß nicht, ob es Driften war. Ich glaube, ich bin nur einmal kurz da gedriftet. Das war doch kein Driften, Digga. Ja, du sollst doch einen Donut machen, geht das nicht? Ja! Oho! Ja. Das war ein Drift, oder? Ja. Also kann er driften, aber nur wenn Laub liegt. Okay, ich denke, das Teil ist rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Ist ja eigentlich nur eine andere Übersetzung, oder? Also es wirkt doch schon ziemlich schnell gerade. Nächste Challenge. Wer kann den Slalom-Parcours besser absolvieren? Oggi mit dem Pitbike oder ich mit dem Kart? Auf die Plätze! Fertig! Go! Los geht's! Fertig! 13,69. Was schätzt du? Boah, keine Ahnung, so 13,6. 13,6? Ja, Mann. Digga, ich hab's schon verloren. Ja? Das war zu schnell aus, ja, ja. Auf die Plätze! Fertig! Los! Du musst nochmal fahren. Ich bin auf Weltuhr gekommen. Oh, nein!
10,95? Ah, ist ja eindeutig, ne? Ja, obwohl es schlecht war, stell dir mal vor. Ich glaube, das Go-Kart fährt zu viel Strecke. Ja. Mit einem Pitbike kannst du die Kurven viel enger nehmen. Was hat den kürzeren Bremsweg? Pitbike oder Go-Kart? Ich sage Pitbike. Ich sag Go-Kart. Oh! Nochmal. Oh! Komm, sagen wir gleich. Ich würde sagen, das Kart hat den Bremstest gewonnen. So, nochmal ein kleines Resümee zum Go-Kart. Viele fragen sich bestimmt, wie viel hast du jetzt eigentlich dafür ausgegeben? Das Go-Kart hat mich 4000 Euro gekostet. Die Challenges waren jetzt vielleicht nicht so optimal gegen ein Pitbike, was die Hälfte an Gewicht hat. Also vielleicht hätte man das nochmal gegen ein anderes Go-Kart testen müssen oder so. Aber ich dachte, wenigstens machen wir ein paar Challenges mit dem Ding. Wenn euch neue Challenges einfallen, was wir mit dem Ding noch machen sollen, irgendwie auf der Autobahn sich als Super Mario verkleiden und vielleicht Leuten Bananen schenken, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Daumen nach oben da. Außerdem schreibt nochmal in die Kommentare, ob ihr die ganze Aktion mit dem Kart geil findet. Das war's von mir. Ich bin raus. Der Merch heute noch bis 23,59 online. Also, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Coolen. Haut rein. Ciao. I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm